So, ich denke, bei den meisten hat es jetzt geklappt. Ich habe das mal hier vorbereitet. Ein kleiner Trick. Ich habe hier den Wirkungsplan zusammengebaut. Mit Leertaste bekomme ich ihn genau Fenstergröße vergrößert. Also so habe ich ihn erstmal gebaut. Ich habe hier den Integrierer. Wenn hinter mir Integriere mein Signal Y rauskommt, dann habe ich vorm Integrierer Y Punkt. Und laut Differentialgleichung ist mein y-Punkt 1 durch t, das habe ich einfach mal als 1 angenommen im Moment, werden wir gleich noch erweitern. Und dann x minus y. X ist ein Pluseingang, das ist mein Step, ein Einheitssprung. Und minus y habe ich am Minuseingang das y von hier hinten abgegriffen. Parallel habe ich hier nochmal den Step, das Eingangssignal hier in den Scope rein, damit wir beide sehen. Und wir können uns das einfach mal anschauen. Also, ich simuliere das Ganze. Und jetzt können wir auf den Scope doppelklicken und wir sehen hier, was hier rauskommt. Wunderbar. Also blau ist, wir schalten das Wasser an und gelb zeigt uns, wie der Wasserstand steigt, wie immer mehr Wasser rauskommt, bis genauso viel rausfließt wie rein. Hervorragend. So, jetzt kümmern wir uns um ein paar Kleinigkeiten. Also ihr seht schon hier, der Step ist bei 2. Wie habe ich das bekommen? Ihr wurdet wahrscheinlich beim Reinziehen gefragt. Ich kann hier nochmal doppelklicken, dann sehe ich hier meine Step Time. Und da springe ich vom 0 auf 1, also von Initial Value auf Final Value. Sample Time werden wir nachher noch anfassen. Da geht es darum, da kann ich zeitdiskrete Systeme leicht ja, beschreiben, wenn ich hier was eintrage. Das passt soweit alles. Ihr wurdet wahrscheinlich beim Integrator gefragt, Initial Condition. 0 habe ich hier eingetragen, weil wir sagen immer, wir starten unser System in Ruhe. Also sonst würde am Anfang schon ein Wert anliegen. Das werden wir nachher mal noch brauchen. Und genau jetzt können wir uns noch um den Faktor hier kümmern. Ja, 1 durch t. Ich habe das t noch freigelassen. Es wäre doch schön, wenn wir das als auch als 1 durch t behandeln könnten. Ich kann das einfach mal reinschreiben. 1 durch t, dann bekomme ich hier schon eine Warnung, dass er t natürlich nicht kennt. Und jetzt können wir aber etwas benutzen, was in MATLAB Simulink sehr schön geht. Wir können einfach mal ins MATLAB-Fenster rüber wechseln. Und hier kann ich meine Variable t, die kann ich hier definieren. Also ich kann ja sagen, t ist gleich 2 meinetwegen. Jetzt müssen wir hier im Workspace, wenn ich den mal kurz aufmache, sehen wir, hier habe ich meine Variable t, die ist 2. Und jetzt können wir dieses t auch hier verwenden, wenn ich jetzt nochmal Run drücke. Dann muss er kurz nachdenken und jetzt wird er sehen, dass diese Variable t, dass die existiert, er wird dort die 2 verwenden und dementsprechend das ganze Modell berechnen. Bei mir dauert es natürlich wieder etwas länger. Ein bisschen zu lang, um darauf zu warten. Gut. Probiert es einfach mal selbst aus. Macht es mal mit t gleich 0,5, einmal mit t gleich 2. Gut, und am Ende solltet ihr dann diese zwei Graphen hier bekommen, ja? Einen steileren, einen flacheren. Also da, wo die typische Zeit langsamer ist, um das Ganze zu füllen, da wird es schnell gehen und für t gleich 2 wird es langsamer gehen, das Ganze.
Ja, mein System ist noch immer am Arbeiten, aber gut. Ich denke, bei euch funktioniert es ohne Screen Capture. Funktioniert das ganz gut nebenbei. Bei mir ging es auch vorhin. Probieren wir noch was anderes. Versucht mal jetzt statt dem Step hier ein anderes Eingangssignal. Und zwar ein Aus, eine Rechtecksfunktion. Sigma T minus Sigma T minus 5. Und die Lösung zeige ich euch dann im nächsten Video. Bis gleich.